Gym Studio ist wieder on the break. Letztes Mal war ich mit dem Posing dran, um Fortschritte zu dokumentieren für alle Hater, bitte. Und jetzt macht Felix seine Arbeit. Komm mal her, scan mal ab, den Typ. So, dass ein ectomorphes Wissen war, deswegen schmalerer Körper, aber seine Definition, guck mal, der hat eine Definition, dafür brauchen wir einfach mal, also ich brauche dazu 100 Jahre. Scan mal kurz den Bauch ab. Naja, es geht doch schon klar. Manche wollen so ein Sixpack haben, manche kriegen es einfach hin. Ja, bam. Siehst du, die Brust einmal nach vorne bitte, wir wollen mal sehen, was da abgeht, weil früher, im Gegensatz zu früher, nach vorne, Dicker. Früher war einfach gar nichts und jetzt sieht man schon, wie es hier sich einkreist. Jawohl, da ist er da am Start. Ja, ui, die Fasern sind am Start. Genau, von der Seite Bauchmuskeln. Bam. Okay. Das war früher auch nicht so. Ja, einfach, ich zitter Todes. Also, du zitterst immer. Dreh dich mal um. Bitte einmal. Seine Tiefe ist auch richtig eklig. Schau dich mal an, sieht aus wie so ein Arsch hier. Sieht aus wie eine Arsch. Ohne Witz, wie so eine Muschi. Komm, mach mal richtig enge. Richtig. Jetzt macht er breite, warte. Einmal richtig, bitte Hände ans Becken und einmal richtig breite machen. Gut, guck mal, wie es aufgeht. Bäh, jawolla. Das ist das Gute bei ihm, ja. Er hat so ein Ektomorph-Körper, aber er holt alles raus. Ja, es läuft auf jeden Fall gerade. Das Problem ist bei mir gerade, ich will ein richtig die. Guck mal, wenn man jetzt, ich stehe jetzt ganz normal da, ja. Man sieht zwar die Ansätze vom Sixpack, aber ich will richtig, dass es richtig, auch, dass man den Sixpack richtig extrem sieht, aber ich muss ja auch Masse aufbauen. Und es geht nicht, dass ich, es geht schon, aber ich kann nicht übelst massig sein und dabei einen definierten Sixpack haben. Das wird schwierig. Also, geht schon, aber es ist schwierig. Naja, er holt alles raus, aber seine Schwächen sind halt, würde ich sagen, auf jeden Fall noch die Schulter und der Nacken. Da könnt ihr noch einiges rausscammen für breitere Schulter. Ein paar Streifen. Ja, das ist den bei ihm. Er ist so ein definierter, verkackte. Das regt mich natürlich auf, da werde ich nie hinkommen. Hast du noch eine abschließende Lieblingspose oder was? Nee, eigentlich nicht. Zeig mal kurz, ob du das. Das ja, der fängt ja mal an zu zittern wie so ein. Kann ich nicht sagen. So, das war Gym Studio. Ihr habt ihr Video für alle Hater bitte jetzt ganz runterschreiben. Ey, was seid ihr für Menschen? Was sind wir einfach für Lappen? Ich hab den größten Lappenkörper. Ich hab keine Muskeln. Nichts, bitte schreibt es so. Nee, das Ding ist, wir trainieren jetzt zusammen seit 9 Monaten oder so. Das freut uns einfach, wenn ihr einfach drunter schreiben, was seid ihr eigentlich für Lappen? Jetzt nochmal für alle. Es ist nicht, weil wir denken, wir sind breit. Wir sind nicht breit. Danke. Wo bin ich? Okay, du bist breiter als ich, ja. Wir sind trotzdem nicht breit. Bin ich irgendwo breit? Ich bin nicht mal ansatzweise breit. Ich bin nicht mal richtig krass definiert. Doch, ein bisschen schon. Ja, okay, aber nicht richtig. Nein, es geht halt darum, das ist die Dokumentation von unserem Körper, so läuft es nun mal. Und alle Hater sollten bitte jetzt drunter schreiben, weil jetzt ist der Moment, um richtig einen Hate abzulassen, ja. Manche haben mehr aufgebaut und gönnen den Jüngeren. Manche haben einfach einen besseren Körper, aber das Ding ist, wir trainieren jetzt seit 9 Monaten zusammen. Und wer Felix mal am Anfang gesehen hat, er weiß, dass er einen guten Körper hatte und da gehört auch einfach mal Respekt dazu. Lauchkörper, sorry. Dazu gehört einfach mal das Respekt und auch Anerkennung, dass man trotzdem sich tierischen Arsch aufweist. Alle, die es nicht so finden, bitte sofort einen Strick nehmen und einen Stock. Na egal jetzt. Wir hauen rein, Gypsy Around the Brain. Also, Peace out!